Unser Training läuft im Prinzip seit 6 Jahren immer in der gleichen Art und Weise ab. Wir beginnen zunächst mit dem Aufwärmen. Das Aufwärmen hat verschiedene Elemente, Dehnungsübungen, Kräftigungsübungen, Koordinationsübungen. Das ist alles wichtig, Dehnung für die Elastizität, Kräftigung, also Kraftübungen, weil ja die natürlich auf der Burg, im Gefecht, im Kampf entsprechend die Kämpfer fit sein müssen. Sie müssen praktisch eine Stunde lang das durchhalten, im Bedarfsfall auch mit entsprechenden Harnischen. So ein Harnisch wiegt da bis zu 40 Kilo, dass sie da auch in der Lage sind, hier entsprechend standhaft zu fechten. Nach diesem Aufwärmtraining gehen wir meistens dann zunächst einmal in eine Waffengewöhnungsübung über. Das heißt also, wir machen da entsprechende Oberheue oder Unterheue, damit man das Gefühl für das Schwert vor allen Dingen bekommt und dann auch weiß, wie man seine Kräfte dosiert einsetzen kann und wie man die Waffenführung konzentriert umsetzen kann. Nach diesen Eingangsübungen, die so im Prinzip oder so ähnlich im Prinzip auch dann bei der Aufführung zum Tragen kommen, gehen wir dann in die Einzelsequenzen über. Und hier haben wir die verschiedenen Waffen, beginnend mit dem langen Schwert. Das ist ja eigentlich die zentrale Waffe, die ritterliche Waffe des Mittelalters überhaupt. Mit dem langen Schwert, mit dem kurzen Schwert, mit dem Buckler, dann auch der Luzerner Hammer, Dolch, sind eigentlich die Waffen, die bei uns hier zentral geübt werden. Die Fechter sind aus den verschiedensten Sparten gekommen. Es waren also einerseits Sportfechter, es waren auch sehr viele Kampfsportler dabei, es waren aber auch sehr viele dabei, die eine Affinität zum Mittelalter und zu mittelalterlichen Kampfesweisen hatten und gesagt haben, sie wollen das mal in der Praxis ausprobieren und dann eben auch vor einem geneigten Publikum vorführen. Die Kampfphilosophie ist im Prinzip die, dass alle Aktionen, die ausgeführt werden, auf den Mann ausgeführt werden. Das heißt also, der betreffende Partner muss entsprechend reagieren. Wenn ein Hieb kommt, dann würde dieser Hieb, wenn der Partner nicht reagiert, würde durchgezogen und er würde letztlich Vollkontakt getroffen werden. Also das ist die Philosophie, ist die, dass es eine realistische Darstellung der Techniken ist. Es unterscheidet es vom Schaukampf. Das unterscheidet es aber auch von irgendwelchen akademischen Vorführungen, sondern das, was da gezeigt wird, ist im Prinzip realistisch, wenn nicht entsprechend vom Gegner oder vom Partner in dem Fall darauf reagiert wird.